Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem nächsten Teil Let's Play Tainted Grail. Mein Name ist Bembur. In der letzten Folge haben wir ja da ein Quest gekriegt von dem Alchemisten oder der Alchemistin, wo wir irgendwie Blut organisieren müssen. Und da haben wir ja einen Mob geklatscht. Und ja. Da habe ich ja gesagt, dass wir dann in der nächsten Episode weitermachen. Da sind wir jetzt angelangt und dann laufen wir da mal weiter und haben gleich schon den ersten Kampf. Okay. Dann wollen wir mal auf ins Getümmel. Weg ist er und dann haben wir schon Witterblut. Sehr schön. Wäre natürlich auch sehr schön, wenn wir dann jetzt langsam mal vielleicht das Blut abgeben könnten. Was ist denn das? Okay. Kann man da was machen? Nee, da kann ich gar nichts machen. Okay, da sind wir jetzt raus aus dem Teil. Da können wir wieder was einsammeln. Da können wir einsammeln. Was ist das? Das ist nichts. Okay. Da haben wir wieder was zum Einsammeln. Könnte natürlich auch sein, dass es Überreste aus dem letzten Kampf sind. Irgendwie Belohnung. Weiß ich gar nicht. Da haben wir dann den nächsten Kampf. Ja. Yep. Und da kann man keine Attacke mehr ausführen. Okay. Ja, dann hier nochmal drauf und hier nochmal drauf. Einmal blocken bitte und weiter geht's. War mir ja klar. Hä? Was hat da? Totem of the Wolf. Okay. So, jetzt haben wir noch zwei. Dann machen wir das und einmal blocken. So, ein Block. Dann machen wir das auf das Vieh und dann sind wir fertig. Okay. Einmal blocken. Da eine Stun-Attacke, da haben wir ein Level Up. Gekriegt haben wir da nichts. Okay. Dann würde ich sagen, eine Quick Attack. Immer schön. Nehme ich die. Manchmal sieht es halt auch aus, als ob ich nicht wüsste, was ich tue. Weiß ich auch ehrlich gesagt nicht. Aber es wäre halt schöner, wenn ich da irgendwie Textausgaben in Deutsch hätte. Aber ist ja leider noch nichts. Ja, jetzt. Versuche es mal bei dem Alchemist. Ja. Okay. Okay. Dann nehmen wir mal das erste. Okay. Eine Ratte in der Falle. Okay. Ja, dann warten wir mal, ne? Okay.
Ja, und jetzt werde ich gegen die Ratte kämpfen müssen. Jo, und die hat ein wenig Leben, okay? Wir probieren es einfach. Kann nicht mehr wie schief gehen. Naja, okay, Attacken macht sie nicht gerade großartig. Okay, da, wenn ich Glück habe in der nächsten Runde, kann ich vielleicht große Schaden nehmen. Upp. Gut. Doch, ja, da, hier. Und einmal blocken. Ah, die macht aber immer zwei Attacken. Okay. So. Gut. Das Ding noch mal. Dann haue ich mir einen Block drauf. Gut. Dann die. Gut. Ich schätze mal, wir besiegen sie dann schon. Jo. Okay. Ja, verrückt ist sie schon. Naja. Okay. Okay. Okay, dann haben wir das anscheinend noch nicht abgeschlossen. Jetzt hat sie sich irgendwie verpisst, so wie es aussieht. Okay, was ist da oben? Da ist noch irgendwie ein Gegner. Gucken wir mal, ob wir da hinkommen. Okay, da verändert sich es wieder. Und noch ein Kämpfchen. Das dürfte eigentlich relativ easy sein. Gut. Okay, habe ich mich wohl geschnitten. Okay. Die Ratte ist schon mal weg. Okay, Endturn. Jetzt werde ich Massen an Schaden kriegen. Boah, ja, war mir klar. Kann ich da irgendwie während dem Kampf irgendwie was essen? Das ist schon mal schön. Bringt aber nicht gerade viel. Okay, use. So. Das war jetzt zwar irgendwie für die Füße, aber haben wir die weg. Jetzt habe ich noch eine Attacke. Die kann ich nicht nehmen. Dann nehme ich den Block. Okay. Weg. Und noch eine Attacke und dann müssten wir es eigentlich haben. Okay. Jo, gut. Lief. So. Dann nehme ich die. Dann nehme ich das.
Gut, da würde ich dann sagen, da oben ist ein Häuschen. Vielleicht ist ja auch sicher. Okay. Oh, cool. Ah nee. Lief. Da gehen wir das nächste Mal rein. Gut. Gespeichert ist. An dieser Stelle würde ich dann sagen, schalte ich mich wie immer aus. Wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Lasst mir einen Daumen hoch da, einen Daumen runter, abonniert meinen Kanal, wenn es euch gefallen hat. Hinterlasst mir Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.